Ist gut, Digga. Ui, oha. Okay. Ja. Really? Hast du Schwierigkeiten? Oh, Bruder, eine Kawasaki Ninja, Alter. Du leck mich am Arsch. Hätte ich das direkt mal anzeigen, hätte ich Glubschi-Glubschi gemacht. Kawasaki Ninja, Bruder, Beste. Ist ja ein Risiko, dass du irgendwo gegenfährst und irgendwie dich verletzt, aber. Ja. Muss man eigentlich. Aber. Aber die Beschleunigung ist nicht so gut. Ich glaube, die hat keinen Chip drin, Digga. Oder wie? Die ist abgeriegelt. Ja, bei 250 ist Schluss. Warte mal. Qualmt schon. Jetzt. Beste Motorrad. Ja, die hat schon am Qualm. Ist im Qualm. Die hat bei 240 auf, Digga. Ja, weil ich wieder hochdrehe. Weil ich den Motor hochdrehe auf Maximalbeschleunigung. Das kann aber nicht sein, Digga, dass die Möhre nur 240 fährt mit zwei Mann. Schmutz. Geh mal zurück. Ja, direkt um. Ja, okay. Halt los. Ja. Hm? Erstens, warum qualmen die Dinger immer schon, wenn man die hochzieht von der Umdrehung? Und zweitens, warum ist denn das Ding bei 240 abgeriegelt, wenn ich mit zwei Mann fahre? Der Tracks, danke für den Zug. Schon schaut fetter Arsch, Moment. Mhm, das liegt wahrscheinlich an dem Großen. Seloglan 089 spendet 5 Euro. Zu Lambrude Herz. Selo, danke dir für deine 5 Euro, Bro. Alter, was habt ihr euch wieder hier zugelegt? Boah, der Sound, Bruder. Tschüss. Digga, der Sound, Alter. Geh mal auf die Hebebühne, Digga. Checken wir das ganz mal. Boah, der ist Maschallah, Digga. Kann einer einen Clip machen vorhin, wie ich das Ding das zum ersten Mal gefahren bin? Warte, ich muss einmal die. Boah, der setzt nur auf. Boah, die Lenkpuppen, Bruder. Ich sag dir so, viel Spaß damit, Digga. Fahr du mal eine Runde. Pablito! Fahr du mal eine Runde. Ich kann gerade nicht, ich bin gerade mit Imports unterwegs. Was ist los? Ich wollte sagen, Amina! Hast du Lust? Lebst du noch? Beste Auto, Bruder! Was? Ich wollte sagen, hast du Lust auf Staatsbank als Elektriker oder so, als Putzkraft? Ja, gleich oder so, aber gerade ich bin mit Imports beschäftigt, Bruder. Also du brauchst noch lange, weil. Ich weiß nicht, Bruder. Sonst starte einfach. Keine starte sonst. Alles. Weil, ich glaube, ich brauche noch so vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ja, alles klar. Sag bis dahin, vielleicht war bis dahin. Aber wir könnten jetzt gleich starten, weil du weißt ja, wie. Fahr noch mal eine Runde. Alles klar. Fahr noch mal eine Runde, Digga. Der setzt die ganze Zeit nur hinten auf, Digga. Adios. Ja? Ja, fahr noch mal eine Runde. Fahr noch mal eine Runde, warte. Bruder. Ey, warte. Der setzt nur hinten auf, Digga. Guck mal hinten auf den Arsch. Wenn du über Bodenwelt fährst. Oha, oha. Aber jetzt sind hier natürlich keine Bodenwellen. Oh je. Ja, hier, guck mal. Ja, eben hat er die ganze Zeit aufgesetzt bei mir. Kurzes Jäti, so zu fahren. Also, siehst du das, dass er aufsetzt? Nein, Mann. Ah, jetzt? Doch, jetzt, ja. Beste Karre der Welt. Direkt das Fahrwerk ist aber auch unten. Wie machst du denn die Lowrider-Funktion? Wie kannst du das hinten hoch machen? Weißt du das? Ich wusste das mal. Dann ist ja kein. Hey! Oh, Digga. Auf einmal Radio. Mach mal das. Drin, Digga. Deine Mutter ist im Kofferraum. Ja, die wird gerade. Aber wie machst du das, dass das hinten hoch ist, Digga? Weißt du das? Ist doch jetzt, guck mal. Nee, hinten ist. Jetzt ist er. Kannst du so fahren? Nee. Warte. Jetzt ist er hinten wieder runter. Kannst du so fahren? Ja, ich glaube schon. Guck, warte. Ich bin ja jetzt so, guck. Jetzt kann ich so fahren. Ja. Ja, dann setzt er auch nicht auf.
Hey Marcel, guck mal! Aus, Digga. Deine Mutter bläst mir gerade einem Auto! Hey Jungs, beeilt euch, der Arme will auch schlafen gehen, Digga. Oh. Ja, komm. Ah! Du Wichser, Rick. Wo ist er? Ah. Heres, wie ist hier? Mich ist gut, Digga. F für Pablito, warum? Heres. Ich bin gerade Dings mit Import beschäftigt und er muss gleich noch meine Karre machen. Ich kann nichts. Ich kann ihn nicht machen, tut mir leid. Ist ja nicht so. Aber in Weiß, boah. Ich sag ehrlich, das Ding sieht schon baba aus. Innenausstattung? Boah. Maschallah. Also wenn das nur noch ein besseres Handy bekommt. Dann... Warte mal. Ja. Yeah. Wolltest du gerade bei T-Bag einsteigen, aber konntest du nicht machen? Bei allen Motorrädern ist das tot. Wie viel hat dir Marcel dafür gegeben, dass du es sagst? Sag ehrlich. Ich weiß ganz genau, dass du bist nicht... Ja, komm, er tut schneller, ne, du Hund? Grüße. Aber, ja. Yeah. Dein Motorrad fängt auch an zu qualmen, wenn du es die ganze Zeit im hohen Drehzahlbereich fährst, ne? Ja, ja. Immer. Ja, ja. Das nervt. Also einfach können so. Können wir dann nochmal in Zukunft... Ja, ja. Ohne Unfälle. Nur wenn man ihn halt immer bis zum Anschlag fährt. Und Motorrad ist ja dafür da, bis zum Anschlag zu fahren, stimmt. Ne? Stimmt. Ey, Marcel. Jo. Wo sind meine 5 Millionen, du Wichser? Welche 5 Millionen? Ja. Okay, ey Jungs, wir wollen auch, dass der Toast Feierabend machen kann. Ach was, echt jetzt? Ey, was ist, ja, da machen mein Handling einfach irgendwann anders. Genau, brauchst du ja nicht machen jetzt. Toast. Jo, Olaf, gib ihnen einfach die Papiere, Digga, damit du schlafen gehen kannst, ja? Wir sind aber einer zu wenig. Ich guck mal, wer noch wach ist, Leute. Oder du... Keiner. Aber am Pennen oder was? Ja, ja. Herr Toast, wo werden denn die Autos stehen, wenn ich das nicht schaffe, heute alle mitzunehmen? Hier. Hier an der Ecke. Siehst du das? Da vorne. Ach, da kann ich die hier auch ausparken? Ja. Okay, ja. Gut. Ich würde vorschlagen, pass mal auf, hör mir mal zu, Digga. Park alle deine Autos hier jetzt ein, bei dem roten Punkt. Und wir machen das morgen, wenn wir alle zusammen sind. Auf einmal. Weißt du, was ich meine? Was willst du denn jetzt machen? Ich meine ja nur, du hattest es ja so eilig jetzt gerade. Ja, nee, alles gut. Zur Not lasse ich hier halt einen stehen, Digga. Okay, jetzt oder so. Nicht stehen lassen, hier einparken einfach, Digga. Hier. Kannst du hier auch hier einparken. Ja. Welchen Wagen willst du denn, welchen willst du denn fahren, Marcel? Das Problem ist, ich bin auch mit unserem Ding. Fraktionsauto da, weißt du, was ich meine? Den müssen wir dann halt reparken. Okay, dann, warte. Ich nehme irgendeinen, Digga. Scheißegal. Ja, dann nimm irgendeinen. Rick, nimm du auch irgendeinen. Soße fährt ja mit seinem. Und ich park dann hier. Du nimmst den McLaren? Jawohl. Okay, ich will mit dem BMW fahren. Okay, hast du alle Papiere von allen? Hab ich die Papiere? Alle Papiere, Herr Toast. Okay. Hab ich die Papiere schon? Steht was bei dir im Chat, nein. Nee. Marcel, welchen nimmst jetzt du? Jetzt aber. Jetzt. Ich nehm Marcel, dieses Motorrad hier, oder? Den hier. Okay, dann packe ich den Mercedes hier ein. Hä? Hey, ich hab 2 bekommen. Herr Toast! Und dann wünsche ich einen schönen Abend und fühlen sich geküsst, bester Mann. Du, ich habe 2 bekommen. Sehr, sehr 2 gerne. Ich danke auch. Also. Dankeschön. Dann wünsche ich einen angenehmen. Was? Den habe ich dir auch übertragen. Achso, ja, stimmt, das ist ja meiner. Ich nehme den auch gerne. Kein Problem. Danke. Stimmt, das ist ja meiner. Dankeschön. Das ist aber ein nettes Geschenk. Dieser Lowrider ist ja meiner. Ja, was hast du denn gedacht? Digga, ich dachte, das ist deiner. Und ich denke mir, warum lachst du die ganze Zeit? Ich habe einfach 2 Schmutzkarren. Ja, genau deswegen habe ich gelacht, Digga. Weil Digga, ich raste aus.
Danke dir, Herr Toast, ja? Jo, bei der nächsten Sonnenwende ist der dann auch besser. Okay, danke dir. Jo. Hau rein, Migi. Jo, viel Spaß. Wo bei... Er macht sein eigenes Auto kaputt. Der lenkt sich echt wie Scheiße, Alter. Guck mal. Digga. Jei. Nee, oder? Nee, oder? Ey Jungs, Fahrzeug direkt kaputt, ich raste aus. Ja, es muss auf Fahrverbot auf jeden Fall. Rick, komm mal zurück und schub's nicht an, Mann, du Wichser. Fahr mal mit Fußspeed hinten rein, ich fahr vorne zu der Garage. Normal, du Wichser! Lass mich kurz reparieren, Mann, Alter, bevor ich auch hier auf der Straße bewegen bleibe. Ist Dave nicht da, oder was? Nee, hab schon nachgefragt, hab angerufen. Scheiße, Alter. Sag mal, bist du so dumm oder tust du nur? Sag mal ehrlich. Was willst du denn? Du hast gesagt, so reinrahmen. Boah, die Felgen. Eigentlich ist das Ding nice. Wenn er schnell beschleunigen, also wenn das ein gutes Handling hat, dann ist es nice. Aber Bruder, das gerade ist schon bodenlos. Digga, Mods, was macht ihr denn eigentlich? Guck mal bitte im Chat. Ich sehe immer so viele Sachen, die nicht getimeoutet werden. Ey, schub's mal an von hinten! Hol noch! Welches Game wird denn heute auf The Zone gezeigt? Dreh mich jetzt, du Vollidiot! Digga, du bist der dümmste Mensch der Welt, ne? Mit Abstand, aber auch mit Abstand, wirklich. Bruder, wegen dir hab ich gleich kein Geld mehr, so viel Schaden bezahlt. Das kannst du schieben, Alter. Was willst du von mir? Heute noch!
Mach nicht Fullspeed, mach einfach immer ein bisschen so. Also du bist wirklich... Du dummes Dreckskind, komm mal hier ran. Oh mein Gott. Ja, ja, immer so ein bisschen. Zu dumm für alles, zu dumm für alles. Scheiß auf dich, wirklich. Nein, ist deins auch kaputt jetzt? Ja, aber ist ja von hier vorne, man kennt man nicht. Verpiss dich! Verpiss dich! Ja, okay, Mann. Hier, mach, Alter. So ein Idiot, Alter. So ein Idi, Alter. Hey, er macht das auch nur, um mich zu nerven, Alter. Ich weiß es ganz genau, dieser Scheißwichser. Zu viel CO2. Noch nie so gelacht wegen euch beiden Holzköpfen. Ja, Digga, er kriegt's auch nicht auf die Reihe, der Vollidiot. Sam, danke dir für deine 2 Monate. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt ins Auto setze, ist Dave da. Ja, Alter, wie lange brauchst du noch, hier rüber zu kommen? Halt deine Schnauze! Er hostet mich und ich bin die Karre. Rick, ich töte dich gleich, ne? Danke dir für den Host, Monte. Moin an alle von Monte. Es geht. Rick, verpiss dich! Ey, mach doch nichts. Ich guck doch nur zu, Alter. Schnauze jetzt! Du wirst gleich am Boden liegen und heulen. Oder nein, ich muss morgen früh aufstehen. Jetzt kommt Polizei, jetzt sind wir gefickt, du Wichser. Nein, das ist gut, Mann. Übertreibt man nicht. Danke dir, moin, Alpha Monte. Rick, verpiss dich doch! Ich kann so nicht schieben! Ja, du bist schwach einfach. Was soll ich machen? Nein, hopp, hopp. So ein Idiot, Alter. So, jetzt hast du mal anwesend. Nee, Mann, der ist kurz pissen. Jungs, könnt ihr mich abholen, Digga? Ich hab ne Panne. Rick, gleich bist du wirklich gefickt. Digga, der lenkt sich wirklich wie Arschritze, Digga. Boah, hab ich mir das Ding gekauft. Guck mal.
Wenn du nicht Fahrverbot bekommst, dann weiß ich auch nicht. Dreh mich jetzt! Nicht, dreh mich! Ich kann nichts dafür, wenn du mich scheiße fährst, Digga. Rick, wenn du mich jetzt nicht drehst, ich fick dich. Dreh mich. Du hättest wohl gern, wa? Dreh doch einfach, mach doch einmal jetzt. Bruder, warum sagst du mir Fahrverbot, wenn du selber nicht fahren kannst? Sag mir das jetzt. Dreh doch einfach. Sag großer Herrscher und Meister, bitte dreh mich um. Okay, großer Herrscher und hier Dings. Meister, bitte. Warum fährst du weg? Dann kann ich dir das nicht sagen. Ich muss dir das persönlich sagen. Ja, du willst mich abschießen, Mann. Nein. Ich will dir das doch sagen. Jo, sag einfach, großer Herrscher und Meister, bitte dreh mich um. Ich will dir das. Na, okay, wenn du das persönlich nicht hören willst, dann kriegst du gar nichts gehört, du Wichser. Persönlich nicht, dass ich dir hören soll. Komm doch jetzt her! Sag über Funk. Okay. Aber du fährst doch weg, du Wichser. Ja, komm nicht mehr, sag ich mal Funk, Digga, was ist mit dir? Komm doch einfach. Ah, da. Bitte, großer. Guckt ihn euch an, Alter. Komm her jetzt. Ich muss ganz kurz reparieren, damit ich auch nicht hier auf dem Dings bin, weißt du? Ja. So ein Wichser, Alter. Du hast sowieso ein Konto ist Minus wegen dir. Ich hab 50.000 bezahlt, nur wegen der Reparatur wegen dir. Heute noch. Großer Herrscher und Meister, komm. Okay, ich sag. Du Hund. Okay. Du Hund, du steigst jetzt. Ja! Du Wichser! Und Digga, jetzt kannst du lange warten. Ist kaputt? Ist kaputt gegangen? Ja! Zu viel CO2, da lauf ich lieber, du Hund. Wo ist mein Fahrrad? Dann lauf mal, du Wichser. Schnauze da und. Hat eigentlich heute. Bin ich dumm? Hat eigentlich heute einen Clip gemacht, wo die mich bei der Staatsbank gestürmt haben. Dave ist nicht da, der Wichser. Nein, Dave ist nicht da. Zu viel CO2, Mann. Zu viel CO2, Mann. Wo sind die Fahrräder, Mann? Theo Greta. Nächste Woche Freitag machen wir Fridays for Future beim Würfelpark. Haben wir schon beim Dings angemeldet. Beim Bürgermeister. Jungs, ist Olaf tot oder wieso sehe ich den nicht im GPS? Schlafen, wenn er nicht im GPS, keine Ahnung. Ja, aber der hätte sich doch verabschiedet, glaube ich. Keine Ahnung, Alter. Du weißt doch. Mein Wecker klingelt immer um 10.22 Uhr. Ich kann meinen Rhythmus nicht wecken. Weißt du, ich mein? Da muss er schnell schlafen gehen. Digga, dass ich dieses Ding jetzt hier immer noch schieben muss, Alter. Sonst Durchfall. Marcel, was sagt der eine hier, Alter? Du warst mit Ringschirm unterwegs und hast Depris geschoben? Echt jetzt? Warum? Hast du aus dem Fenster gesehen, wie hier Dings Peter wieder Miller gefickt hat, oder was? Er war mit Ringschirm unterwegs, hat er gerade gesagt. Er hat den abgeholt und sich hingebracht. Echt jetzt? Ja, Mann, Alter. Der arme Mann. Marcel, ich komme. Jo, er steht hier mit Ringschirm immer noch. Warum? Was passiert? Der Arme, warte, ich helfe ihm kurz.
ZRAP-V2 spendet 300 Bits. Danke für den 300 Bits. Eric! So, endlich bin ich bei der Garage, Alter. Mein Gott, wie lange das gedauert hat. Danke dir, D-Trax, auch für deine 100 Bits. Ey, du da. Oder letztens ging Gerüchte rum hier, ne? Da meinten Leute am Würfelpark, dass du im Busch hängst und hier jeden Free Blowjob gibst am Würfelpark. Ich? Ja. Bruder, pass mal auf, was Leute über dich beim Würfelpark erzählen. Na, die können mir einer glauben. Ja. Jetzt will ich aber auch wissen, wie viel das Ding fährt. Ah, bitte nein! Nein! Rick, hol mich mal ab! Rick, bitte hol mich ab! Rick, ich hänge auf der Autobahn und hab kein Auto. Hol mich jetzt ab, du Wichser. Digga, ich raste aus. Rick, du hast jetzt Fahrverbot. Außer du holst mich ab. Rick, du Huren! Rick oder Marcel, ihr Wichser. Einer muss mich abholen. Ah, nee, ich hab gar nicht morgen Steuerberatertermin. Morgen ist doch Donnerstag. Nee, warte. Heute ist Donnerstag. Doch heute habe ich einen Friseurtermin. Nee, warte. Was? Hä? Was habe ich? Warte mal. Was habe ich denn hier? Rainbow Duck Flip Rabbits. Wann habe ich Steuerberatertermin? Tu_Rainbow_LK spendet 500 Bits. Diese Woche Donnerstag Steuerberater. 14.30 Uhr. Und um 12.30 Uhr habe ich noch einen Friseurtermin, Bruder. Ey, ich musste eigentlich noch alles dingsen. Ich musste noch gucken. Ich musste eigentlich noch was vorbereiten den Steuerberater. Ja, moin. Nichts gemacht, Digga, ich Wichser. Rick, hol mich jetzt ab, du Wichser. Aber ich musste es tun, weiß ich mein. Aber ich hab Tessa gesagt, sie sollte das nicht erzählen, dass sie heute Abend bei mir war. Komm mal her jetzt und hol mich ab, du Wichser! Rick, ich hänge auf der Autobahn. Ich komme hier nicht weg. Hilf mir. Einmal in dein Leben. Mach einmal in dein Leben was Vernünftiges. Digga, ich hasse diesen Bastard. Was machen die? Das will ich gerne wissen. Was machen die? Zeig mal her. Ich und Marcel haben
Marcel, komm jetzt, wir haben ein bisschen depressiv schon, Mann. Mach jetzt kein Auge. Entschuldigung, Digga, ich hatte gerade Gefühlschaos hochziehen hier. Ja, jetzt kommen sie, Digga. Wichser. Heute noch. Ey, Bruder. Ey, hallo. Ey, Mann, Alter. Hallo. Weißt du, wie schlecht es mir geht? Weißt du, steig aus, du Wichser. Aussteigen. Mein Gott, Alter. Wer bist denn, du Wichser? Was los? Siegbert. Hau rein. Da. Hau rein, okay. Siegbert. Ja, ich hab von irgendeinem Wichser die Dings abgezogen, sein Lambo. Aber mein Auto ist da immer noch. Welche Karre, Digga? Ich muss die ja irgendwo einpacken und die ist jetzt auf der Autobahn hin. Du hast Fahrverbot, verstehst du das nicht? Scheiße, einer muss die mal lenken, Einer muss mitfahren, Marcel, fahr du mal mit. Was für Lenken, ja. Digga? Was für Lenken, Digga? Spinnst du jetzt, oder? Ja, ich muss von hinten anschieben. Okay. Fuck. Willst du so unbedingt Miller zurück, oder was? Die ist über alle Berge, Digga. Oder du weißt, die ist in Dubai-Urlaub mit Peter. Ja, Bruder, die wird auch nicht wiederkommen. Ich bin an ihr Handy, Mann. Ich geh mich jetzt hier hin, Digga, Alter. Ich sehen uns morgen. Ich hoffe, da wird's besser. Oder die ballert gerade einen anderen Typen, Alter, du Vollidiot. Und du legst dich in dein scheiß Bett, du Idiot. Ich treff mich jetzt mit der Pia, Digga. Ja! Marcel, ich dachte, du fühlst mich, Mann. Natürlich, Mann. Ich werd dir sagen, dass du sie über alles liebst, ja? Ja, Alter. Ich dachte, wir wären Freunde. Vielleicht stöhnt sie sogar deinen Namen bei Sex, aber du bist nicht derjenige, der sie fickt. Ja. Warte, lenk du mal das Ding bis nach vorne. Jo. Also, das Auto da vorne. Ja, schieb weiter! Schieb! Ja! Noch! Weiter! Gib's mir von hinten, Bruder! Ja, nein! Okay, reicht! Nein, vorne! Ach so, okay. Oder kann man da auch reparieren? Ich glaub schon, oder? Ich glaub schon. Schieb mal zurück! Jo. Dass ich dir reinlinken kann. Natürlich kann man vorne auch reparieren. Was? Schieb erstmal. Schieb weiter. Jetzt ist meine Karre auch kaputt, Alter. Ja, aber perfekte Zeitpunkt.
Kollege? Was ist im Auto drin? Das so lange gedauert hat. 11 Läufe, 11 Rahmen, 9 Schlitten, 4 Magazine und 3 Magazinhalter. Wir haben mir noch was zu essen gemacht. Hast du irgendwelche Waffen drin oder nur die... Waffen keine, Geld auch nicht, nur die Waffen. Was ist denn hier los? Wo ist denn Marcel? Der steht hinten, da geradeaus. Ja. Dir ist schon bewusst, dass wir von der Bundeswehr noch gesucht werden? Alles gut, komm her, Digga. Ganz kurz, ich habe jetzt einmal... Analyse nein, bitte. Nein. Genau, also, genau. Ich sage Ihnen noch Bescheid, sobald sich da mehr genauer das weiß, ja? Ja, wunderbar. Wunderbar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ja? Alles klar, ihr haltet mich auf dem Laufenden. Ja, ja, wir halten mich auf dem Laufenden. Gracias. So. Jo, wir ziehen ab, ja? Viel Spaß euch noch. Adios, amigos. Ich switch euch was. Damit ist das Ganze hier jetzt erledigt. Kommen Sie mal bitte einmal mit. Alles in Ordnung. Ey, Marcel, die Vollidioten denken, dass es falsch geht, Mann. Wie dumm kann man sein, wenn das scheiße. Gefickt haben wir die, Digga. Ey, warte mal, wie viel habt ihr? Was ist passiert? 15 Millionen Schwarzgeld, Digga. Was? Das wird jetzt erst, das wird jetzt erstmal hier. Warum? Ey, wo ist das Auto? Warum 15 Millionen Schwarzgeld? Ja, wir haben zwei Koffer voller Schwarzgeld. Ja. Weil die Pendejos dachten, dass es falsch geht. Warte, komm. Genau, dann wird das im Labor, abgegeben, genau, Ja, sie, wir nehmen die Probe mit, gracias, adios. Aber warum, für was? Schick dies Bilder, wie gesagt. Wir sind professionelle Dinge hier. Falschgeld-Dinger. Prüfer, genau. Falschgeldprüfer. Genau, Digga. So, Kurs mach mal. Abgekürzt, FGP. Lass es mal in den Kofferraum stecken, ja? Sie mach mal auf, verdammt, das heißt. Jo, ey, Sosa, mach mal den Kofferraum auf, bitte. Ja, du musst reinsetzen, setz dich rein, Sosa. Und dann öffne den Kofferraum einfach, weißt du? Digga, ist doch offen hier, Vollidioten. Ich seh nichts. Digga, mach den Kofferraum elektrisch auf. Sieh, warte, ich's mache, warte. Nimm mal den Koffer, Sosa, nimm mal den Koffer. Nimm mal den Koffer, genau. Sollte offen sein. Alle Nachkommen. Digga, ist halt gut. Digga, die Karre ist kaputt. Okay. Ach du Scheiße. Wunderbar. Dann lass mir das Geld natürlich mit dir. Ja, nimm mir das mit, verdammt. Ja. So, dann müssen wir ein Polizeiauto leider klauen. Da haben wir leider keine andere Wahl. Marcel, weißt du was? Ja? Oh, wir nehmen noch das gleiche ganze Fahrzeug mit, Digga. Komm mit. Ja. Marcel. Was denn? Diskutieren, verdammte Scheiße, komm. Genau. Moment, komm mit, ich hab eine Idee. Spontane Idee, Digga. Ey, kannst du so tot sagen, wir brauchen eine Escort, weil das ist, manche denken, das ist, weißt du was ich meine, so unsere Sicherheit. Herr Kollege, ist das Fahrzeug dann offen? Ja. Okay, wir müssen das leider einmal aufkonfiszieren, damit wir sie. Wir nehmen erst die Waffenteile raus und dann... Achso, bitteschön. Das können wir aber die können wir auch gleich überprüfen. Wir haben auch das komplette Schwarzgeld mit dabei. Sie. Wir sind für alles zuständig, wissen Sie. Wir sind das Cleanup-Service. Den Cleanup macht aber jetzt eben hier die Polizei. Ja, machen Sie das mal. Ja, komm, machen Sie und dann.